Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir eine überraschende Enthüllung direkt aus dem Leben der legendären Gianna Nannini. Die italienische Rock-Ikone steht kurz vor ihrem 70. Geburtstag, aber an Ruhestand ist für sie nicht zu denken. Neben der Veröffentlichung ihres neuen Albums Seinel, Anima und einer bevorstehenden Tour hat sie noch etwas anderes im Sinn, das selbst ihre hartgesottensten Fans überraschen könnte. Aber bevor wir dazu kommen, lasst uns kurz zurückblicken. Als Gianna 54 Jahre alt war, brachte sie ihr erstes Kind Penelope zur Welt. Und jetzt, fast zwei Jahrzehnte später, flirtet sie mit dem Gedanken, ihre Familie zu vergrößern. Noch zwei oder drei Babys und Geige spielen lernen, scherzt sie mit einem Augenzwinkern, wenn sie nach ihren weiteren Lebensträumen gefragt wird. Wer hätte das gedacht? Aber Moment mal, wie schafft sie das alles? Zwischen Tourvorbereitungen und Familienleben scheint Gianna unermüdlich zu sein. Es ist eine schwierige Zeit, gesteht sie im Interview, aber meine Tochter Penelope gibt mir Kraft. Sie legt großen Wert darauf, ihrer Tochter Unabhängigkeit und Freiheit zu vermitteln. Also, wird es mit 70 Jahren ein weiteres Baby geben? Wahrscheinlich nicht, aber mit Gianna Nannini kann man nie sicher sein. Sie hat schon immer ihren eigenen Kopf gehabt und wer weiß, vielleicht überrascht sie uns alle doch noch einmal. Bleibt dran für weitere Updates aus der Welt der Musik und der Stars. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Skas.